Was soll das werden? Ach, ein Enderman, oh mein Gott! Falls ihr noch auf der Suche sein sollt nach günstigen Spielen oder stark reduzierten Guthabenkarten, wie beispielsweise iTunes-Guthaben, dann checkt gerne mal meinen Partner aus, und zwar G2A. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video hier auf meinem Kanal. Heute Minecraft Skyblock in Real Life, wird mega verrückt und ja, passend zum Wochenende. Wenn ihr Wochenende habt, Leute, lasst doch einfach mal ein Like da. Und ja, ich denke mal, Wochenende, da beschwert sich keiner. Da wird auch gerade die Welt generiert, sehe ich gerade, mega nice. Übrigens haben mich ein paar Leute gefragt, warum ich jetzt eine Brille habe. Das liegt daran, weil ich eine kleine Sehschwäche habe und die eigentlich nie getragen habe. Aber ja, leider trage ich sie ab und zu, weil ich sonst Kopfschmerzen bekomme. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch eine Brille tragen müsst oder vielleicht ja nicht. Und ja, ich habe mir übrigens überlegt, dass ich in den nächsten Tagen vielleicht ab und zu mal Fall Guys hochlade. Ich denke mal, Leute, Fall Guys, wer spielt von euch? Könnt ihr mal abstimmen? Geht das noch? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, ja, Fall Guys macht mir momentan sehr viel Spaß, deswegen denke ich, ist das eine ziemlich coole Sache. Und so, wir fangen an mit Minecraft Skyblock. Wir sehen schon, der hat echte Hände, das sind keine Minecraft-Hände. Und Alter, Junge, da ist einfach der Baum runtergeflogen. Alter, okay, das macht ja auch Sinn, wenn man einen Baum in der Mitte zerfällt, ne? Oder zerschneidet, dann fällt die andere Hälfte runter. Und da wir ja im realistischen Skyblock sind, macht das natürlich Sinn. So, der hat sich jetzt erstmal einen Crafting Table gemacht. Was macht er jetzt? Das ist echt die Frage. Okay, einen ganz normalen Holzblock. Und schaut euch mal die Wolken an. Alter, sehen die Wolken nice aus. So, jetzt bin ich gespannt, was der sich craftet. Also irgendwas aus Holz. Okay, das sieht... Es sieht aus, okay, das ist erstmal, ja klar, der packt ein Holz rein, bekommt vier Wooden Planks, verarbeitetes Holz. Und jetzt macht er sich zwei Sticks raus. Ach, der macht sich eine Schaufel raus, okay. Er nimmt diese Schaufel jetzt mit und wahrscheinlich versucht er jetzt eine unendliche Cobblestone-Quelle zu machen. Alter, wie das aussieht. Also ist wirklich sehr, sehr cool animiert. Finde ich sehr interessant. Alter, auch das Wetter, ne? Oh mein Gott, das wird überflutet. Hey, was geht denn jetzt ab? Ach, das sind schon die Zombies. Hä? Hä? Before? Now. Hä? Ach so. Lol, der nimmt einfach... Was? Und der wird vom Blitz getroffen? Hä, aber auch interessant, dass dieses Dreckloch sich einfach mit Wasser gefüllt hat, weil es regnet. Das sieht ultra krass aus. Und jetzt ein Blitz drauf und jetzt wird Lava... Okay, das wäre mir neu in Minecraft oder auch in der Realität. So kenne ich das nicht. So, jetzt hat er hier wieder einen Grasblock herausgenommen. Und jetzt versucht er wahrscheinlich die unendliche Wasserquelle zu machen. Ah ne, unendliche Cobblestone-Quelle meine ich natürlich. So, das fließt und verschmilzt jetzt. Und es wird Cobblestone, Leute. Da sehen wir schon, hat er einen Cobblestone herausbekommen. Und ein neuer Tag ist angebrochen. Hauptsache links, da sind noch diese Zombie-Teile. Und er platziert jetzt erstmal hier einen Cobblestone. Hey, das sind so kleine Cobblestone-Blöcke. Okay. Also es ist quasi ein Neuntel von einem Block, könnte man sagen. Wenn überhaupt. Eigentlich ein 1/27, ne? Und das wird dann zu einem Ofen. Ach, der hat einen Ofen gecraftet. Hä, hey, aber normalerweise muss man das auch in die Workbench packen. Na gut, wir sind ja hier auch in Minecraft realistic und nicht in, ja, Minecraft, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt hat er hier den Fuß genommen vom Zombie und packt ihn in den Ofen. Alter, was soll das denn werden? Also, okay, er benutzt auf jeden Fall Holz als Brennstoff und er zündet... Hat er daraus einen Baum gemacht? Alter, okay, das ist... Also, ob das so realistisch ist, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, der Baum, der wächst jetzt auch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was nimmt er aus der Kiste heraus? Obsidian, okay. Hä, von wo hat der auf einmal so viele Obsidianblöcke? Ist auch nicht ganz üblich. So, daraus macht er jetzt ein... Was soll das werden? Ach, ein Enderman, oh mein Gott. Was? Okay.
So, der Enderman, der wirft den jetzt damit ab, aber er fängt es wieder auf. Und jetzt verschwindet er. Okay, okay, kann man mal machen. Wahrscheinlich baut er sich jetzt ein Höllenportal, das wäre so meine Vermutung. 1, 2, 3, 4. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ah, da hat er aber noch ein paar. Er hat noch ein paar. Und jetzt müsste der die... Hä, nee, oder wird das ein Höllenportal? Sieht so aus von der Form. Doch, es wird ein Höllenportal. Doch, es wird ein Höllenportal. Okay, das heißt, jetzt braucht er nur noch Feuer. Oder die Lava springt da drauf, ne? Ah, okay, gut. Das war auch meine Vermutung, dass die Lava einfach da drauf springt. So, gucken wir mal weiter. Was wird jetzt in der Hölle passieren? Gas ist auf jeden Fall schon mal da. Lässt sich natürlich hier nicht veräppeln, der Gas. Und der kommt näher und näher. Oh mein Gott. Und bam, er wird getroffen. Schön vom Feuerball, Leute. So, und jetzt sind die irgendwo... Hä, was ist das denn? Der ist in einem Haus mit einem Skelett? Ach, das ist der Respawn. Der Respawn-Bereich, um quasi neu zu spawnen. Das ist quasi die Lobby, wo alle sind, die gestorben sind. Der Zombie ist auch noch am Start, von vielleicht vorhin. Ach, das ist der mit dem... Der hat ihn ja mit einer Schaufel kaputt gehauen. Alter, okay. Oh, Enderman ist auch am Start in der Respawn-Area. Ja, Villager. Zombie ist auch am Start. So, und jetzt gehen sie alle rein. Eieieiei, okay. Die Frage ist natürlich, kommt er jetzt auch wieder zur Insel? Ah, er erklärt quasi, wie er gestorben ist, also dem Villager. Also eine coole Animation, wie ich finde, Leute. So, das heißt, er hat die Erlaubnis, wieder reinzugehen. Und wird er wieder mit allen Sachen spawnen oder nicht? Das ist die Frage. To be continued, okay. Lol. Und jetzt ist er auf einmal in der Mine. Das ist jetzt, glaube ich, woanders. Das ist, glaube ich, jetzt schon eine andere Situation. Ist, glaube ich, nicht mehr die gleiche Situation. Oh, da sind jede Menge Partikel. Das könnten Monster sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Fackel sieht auch wirklich schön aus, finde ich. So, jetzt läuft er geradeaus. Oh Gott, oh Gott. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ach, da kommt Wasser runter. Wasser ist das. Eieieiei, der ist da irgendwo im Wasser gefangen. Und jetzt ist der... Okay, da hinten waren schon mal Diamantblöcke, habe ich gesehen. Das sollte Lapis Lazuli sein. Das Gravel ist eingestürzt. Und das sind auf jeden Fall einiges... Ach, das Redstone. Diamanten. Gold. Okay. Ja. Baut er das ab? Die Frage ist, hat er eine Spitzhacke? Oh, das ist ein Zombie, gerade frisch gespawnt. Oh Gott, er hat nur die Spitzhacke. Er hat nur die Spitzhacke. Bumm, in den Kopf rein damit. Ja, das war's mit dir, Kollege. Und er hat sich aufgelöst. Oh mein Gott. Auch cool gemacht mit diesem Nebeleffekt. So. Wird er sich jetzt die Diamanten gönnen? Erstmal zum Lapis? Ich wollte schon sagen, jetzt sofort die Diamanten, ne? Sofort. Da will man ja... Alter, wie schön das zerfällt, ne? Nein, nicht in Lava! Es fällt einfach in Lava, oh mein Gott. Er springt doch jetzt nicht in Lava rein, oder? Wollte schon sagen, ja... Das ist ärgerlich, Leute. Wem ist sowas auch schon mal passiert, dass man Diamanten abgebaut hat und die dann in Lava gefallen sind? Ist immer ultra ärgerlich. Okay, du hast hier noch ein bisschen Diamantschrott, könnte man sagen. Ah, da ist noch ein normaler Diamant. Ein normaler Diamant hat da auch noch am Start. Oh, wie schön der auch glänzt. Sieht richtig gut aus. So, vielleicht macht er sich ja jetzt sogar eine Diamantspitzhacke, ne? Okay, hier nochmal ein bisschen was... in der Wand am Schauen. Vielleicht findet er ja nochmal andere Diamanten. So, Leitern. Ach, er will wieder an die Oberfläche. Hä? Er bewegt sich aber auch wie eine Oma, ne? Also richtig langsam. Man könnte denken, das ist ein Opa, der da Minecraft spielt. Ach so, und da ist schon die Oberfläche. Und hier ist schon wieder das Ende. Okay. So. Wie wird's weitergehen, Leute? Jetzt ist er wieder irgendwo auf einer Insel? Das sieht so aus, als wäre er auf einer einsamen Insel. Und jetzt schmeißt er Cobblestone auf den Boden und das sieht aus wie ein Ofen, oder? Ja, das sieht aus wie ein Ofen.
Ach, und das ist die Diamantschaufel. Oder ist es immer die Fortsetzung? Also, er hat ja gerade einen Diamanten bekommen, deshalb wäre es naheliegend, dass er jetzt vielleicht die Diamantschaufel sich daraus gemacht hat. Und das ist jetzt Gravel oder ist es Sand? Ach, das ist Clay. Ah, okay. Das ist Clay. So, das heißt, jetzt macht er sich wahrscheinlich ein Brickhaus, so ein Steinziegelhaus oder so. Das wäre so meine Vermutung. So, packt er auch hier schön in den Ofen rein. Deshalb hat er sich auch gerade den Ofen gemacht. Und da kommt die Kohle rein, da unten, ne? So, ja, dann bin ich mal gespannt, was der hier für ein schönes Haus zaubert. Oder ob der überhaupt ein Haus baut. Das ist die Anleitung, wie man das macht. Erstmal schön, Clay abbauen. Dann Clay in den Ofen. Und dann die Ziegel zu einem, schönen Block craften. Und da rechts sehe ich einen Creeper. Habt ihr den Creeper gesehen? Ich glaube, der könnte jetzt gleich explodieren. Das ist so meine Vermutung, so ein bisschen. So. Alter, wie lange braucht der denn, um das rauszunehmen? Da wird man ja verrückt dabei, wenn man das sieht. Alter! Der hat jetzt locker 6 oder 7 Sekunden dafür gebraucht. So, bau ab. Ja, komm. Genau, schön machst du das. Ja. Ganz, ganz toll hast du das gemacht. Ganz, ganz großes Kino hier, würde ich mal sagen, ne? So, jetzt pack das hier hin. Genau, pack das hier hin. Und dann wird das zu einem Block. Tada! Da hat er den ersten Block gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Und was macht er jetzt daraus? Das ist natürlich die Frage. Er schmeißt ihn woanders hin oder was? Oder... Ja, toll. Ach, jetzt baut er sein Haus. Okay, jetzt baut er sein Haus. Die erste Ebene, die zweite Ebene und die dritte Ebene. Also eine kleine Timelapse. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht, wenn es euch gefallen hat, können wir einen zweiten Teil davon machen. Ich habe hier schon gesehen, es gibt so einen Part, wo die sogar so Minecraft-Fallen bauen. Das sieht doch ganz cool aus. Ja, in dem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao.